Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zum Let's Play von Star Wars The Old Republic, meine lieben Freunde und Star Wars Verrückte. Ja, ich möchte ungern ein Arsch sein und möchte euch das nicht vorenthalten, wieso, weshalb, warum ich jetzt auf einmal hier stehe und nicht irgendwo da hinten noch, so vor so einem Eingang von diesem Gebäude. Simpel gesagt, ja, ich bin hier durchgelaufen, ich war hier gerade, war mitten im Dialog und dann hat dann auf einmal Star Wars gesagt, nö, ich will keine Verbindung mehr mit dir haben, ich mag dich nicht und hat mich dann sozusagen aus dem Server rausgeschmissen. Ich habe eine gute Vermutung, wieso, das ist garantiert, weil es dann 1.15 Uhr ungefähr gewesen ist und dann wurde gesagt, so, yo, knallt er mir erstmal mein Router dann erstmal, irgendwie macht mein Router immer einen Neustart, ich muss das unbedingt mal fixen, weil das ist echt extrem nervig, wenn man dann mitten im Online-Match ist oder gerade hier sowas macht. Zum Glück war das noch nicht so viel, was ich aufgenommen hatte. Es war wirklich nur hier laufen, da lang laufen, hier rein, kurz einmal angequatscht und mehr war das nicht. Also ihr habt nichts Großes verpasst, ich habe nur ein paar Leute um ihn netzelt, so, ne? Also nicht wirklich sonderlich viel. Aber nichtsdestotrotz werden wir ihn jetzt einfach mal ansprechen. Danke für die Hilfe. Private Vendelic, 8. Imperiale Infanteriedivision. Haltet Abstand. Hier ist ein Leck. Ihr seid doch nicht allein hier. Wo ist der Rest von eurem Trupp? Überall zerstreut. Die Truppen der Hutten waren gründlich. Vor allem die Droiden. Wir haben nicht viel Zeit, also hört mir zu. Ich war nicht immer bei der Imperialen Armee. Ich wurde auf Maquette geboren. Ich habe von der Hutten-Invasion erfahren und mich freiwillig gemeldet, um meine alte Heimat zu verteidigen. Vor allem kann man dir das so glauben, ich meine, ja, aber das Imperium macht ja eigentlich solche Ausnahmen nicht, ne? Entweder wird das Imperium sentimental oder es kennt eure wahren Ziele nicht. Positiv für die Mission. Kannte das Gelände. Und die Leute. Wir hatten den Befehl, das Isotop 5 zu stehlen. Aber ich wollte bei der Evakuierung helfen. Ich habe hier immer noch Familie und Freunde. Das Herunterfahren der Bohrer ist nicht genug. Die Notablassventile in der primären Steuerzentrale müssen geöffnet werden, um den Kerndruck zu senken. Okay. Scheinbar so, dass der Junge ein bisschen Ahnung hat. Auf eine Art kommt er mir wirklich sympathisch rüber. Wäre schade, wenn er jetzt auf einmal dann doch den Löffel abgibt. Aber trotzdem, vielleicht noch ein paar Infos kriegen, bevor er doch abnippelt. Sollte eine sicher ist sicher, ne? Ihr seid Soldat, kein Geologe. Wie habt ihr das alleine herausgefunden? Bin auf diesen Plattformen aufgewachsen. Mein Vater war Vorarbeiter. Benutzt den Hackerstift am Hauptcomputer der Steuerzentrale, um die Sicherheitssperre der Hutten zu überschreiben. Übernimmt die Kontrolle und entlüftet den Kern. Die Steuerzentrale ist schwer bewacht. Tut mir leid, aber den Teil müsst ihr übernehmen. Bitte bringt mein Volk von diesem Planeten runter. Ihr habt mein Wort, irgendwelche letzten Worte für die Liebsten? Warte mal. Gibt es eine Nachricht, die euren Freunden und eurer Familie übermittelt werden soll? Keine Zeit. Ich wünschte, ich könnte bleiben. Schade. Kam mir sympathisch vor, der Junge, aber... Ja. Verdammtes Imperium. Schon wieder. Aber naja, sieht aus, als würde es den gleichen Bosskampf geben, ne? Was? Das war's? Ich hätte... Was ist die primäre Sicherheits... Konsole, befindet sie sich jetzt hier? Aha. Da hinten also. So, seid mir nicht böse, aber ich nehme jetzt erstmal den, ich lege den schnellen Gang ein. Jump, 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 jump. Flash. Aha. You're the only one. Jump, 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 jump. Ja, das Lied ist von Queen. War, glaube ich, von Queen auch, oder? Wurde noch extra dafür gemacht, oder? Ups, nein, da gehen wir nicht lang. So. Da war das hier.
Ja, ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. So, warte mal, wir haben ja auch noch Post. Ach ja, stimmt ja, ich kann ja so einen Postruider aus ihm rufen. Hehe, da war ja was. Ach so, ich musste also rüber. Warte, dann geht das hier unten lang, dann dort. Oh, warte mal, wir schaffen den Sprung, oder? Wir schaffen den Sprung! Und da ist schon der kleine Mini-Bunker. Ja, das ist ein Lied hier. Der kleine Adolf. Ich sitze mal in einem Bunker. Oh nee, nee. Aber solange nicht Udo Lindenberg kommt. Nein, ja, bloß auch. Ah, nee, Udo Lindenberg lasse ich jetzt nicht raus, also. Ah, nee. Bist du ja vielleicht irgendwann mal wieder im Livestream, so? Vielleicht irgendwann mal wieder mein Livestream. Dann werde ich ein bisschen Udo Lindenberg nachzitieren, so ein bisschen nachplappern. Lambda, Guess, wir sind in der primären Steuerzentrale der Bohrstelle. Ein imperialer Soldat, der von diesem Planeten stammt, hat uns geraten, die Notablassventile zu öffnen. Er sagte, dass dies die einzige Möglichkeit wäre, um den planetarischen Kerndruck zu senken. Seht ihr das auch so? Die tektonischen Schwingungen sind immer noch viel zu hoch. Der Caranto-Tafelberg ist gerade explodiert. Zum Glück waren wir nicht dort. Diese Laserbohrer wurden überlastet. Die Hitzeansammlung unter der Planetenkruste ist gewaltig. Eine Durchlüftung des Kerns würde für Abkühlung sorgen. Klingt, als wäre das unsere einzige Option. Hacke jetzt den Hauptcomputer. Es funktioniert. Die Anzeigen verzeichnen deutlich sinkende seismische Aktivitäten. Das sollte euch genug Zeit verschaffen, um die Brennstäbe der Ark zu besorgen. Es ist immer noch verdammt knapp. Können wir diese Ausrüstung nutzen, um die Schäden am Kern rückgängig zu machen? Wenn wir ein paar Monate Zeit hätten, vielleicht. Aber die haben wir nicht. In eurer Abwesenheit hat sich eine interessante Entwicklung ergeben. Dr. Agurop ist nicht der einzige Hutte auf Makeb, der die Seite gewechselt hat. Die lokalen Anführer des Huttenkartells, ausgenommen Toboro, wollen mit euch persönlich verhandeln. Begebt euch zurück zum Lager und trefft uns im Diplomatiezelt. Okay. Also noch mehr Interesse an uns, das ist gar nicht so schlecht. Warte mal, ich will mal kurz holen hier. Holen wir doch mal unsere Postfachsonde. Ja, so. Was haben wir denn hier? So, erstmal haben wir hier wieder das hier. Primär Map. Eine alte Pumpe. Warte mal, vorbeischauen. Großes republikanisches und ein imperiales Banner. Freischalten plus Prestige. Benutzt erhöht die Freischaltungsmöglichkeit für diese Dekoration. Ah, so. Ja, ne? Alte Butterbirne. Die war. Star Wars, The Old Republic. Deine Mini-Mogul NM. Oh, was? Im Zuge der vereinten Streitkräfteaktion hast du ein besonderes Mini-Haustier, Mini-Morgul NM erhalten. Eine Miniaturversion des Kampfläufers, der von Obermorgul Karaga den Unbeugsamen in der berüchtigten Operation Karagas Palast eingesetzt wird, um seinen Herrn bedingungslos folgt. Du kannst deine Belohnungen beanspruchen und nehmen mit der rechten Maustaste auf den Gegenständen und klickst ja um eins. So, Dankeschön. Oh mein Gott, ich habe ein neues Haustier. Nein, da wollen wir nicht. War das K? Nein. War das L? Nein, verdammt. I. U. I. Jetzt habe ich ihn aber. So, warte mal. Hier oben war das, glaube ich. Freunde, Soziales, Sternkarte. Ja, mein Gott. Wisst ihr, wie lange das schon her ist, dass ich da mal nicht reingeguckt habe? Gott. Fähigkeiten? Fähigkeiten war das, oder? Genau, Haustiere. Oben mal eins, ne? So.
Wir können es natürlich auch irgendwo gerne reinpacken. Hier hin zum Beispiel. Ja, guck mal, da ist es. So eine kleine Minispinne oder so, ne? Wo ist denn hier hin? Hallo, Minispinne? Da ist er. Okay, der sieht wirklich sehr, sehr merkwürdig aus. Wir haben viele Plätze. Verdammt. Ich kann da so oder so wahrscheinlich die meisten Klamottchen so oder so verhökern. Das. Ja, genau. Vibro-Schwert. Ich will irgendwie die. Ach ja, für Charakterinsammlungen freigeschaltet. Das haben wir freigeschaltet. Ja, geplündertes Metall zweiten Grades. Eigentlich könnte ich ja Kira Carsten gerade sagen, wie, ne? Aber bitte Schrott verkaufen, ja. Ich bin weg. Ich bin weg. So, sortieren nach, kompakt. So, dann wird das alles mal ein bisschen rangerutscht. Das kann ich hier wieder benutzen. Ja, das kann ich hier benutzen. Ja, ja, ja. Zählt in großen Mengen, genau. Könnt ihr auf der Flotte gegen mächtige Ausrüstungen. Was ist das hier? Überreicht dem Gefährten. Anzahl 1, Rang 5. Das sind auch so alles Bauplan-Sachen, die ich alle ja nicht brauche. Kann ich gar nicht einsetzen. Von daher ist das total umsonst eigentlich. Aber naja, gut. Sie kommt ja in 24 Sekunden wieder. Warten wir nochmal ganz kurz hier. So. Ja, wie ihr gesehen habt, oder vielleicht auch nicht, ich weiß ja nicht, ich habe so manchmal das Gefühl, meine Videos werden eher angeguckt, als wie jetzt zum Beispiel meine Streams, von daher. Also nicht unbedingt, nein, nein. Also, nee, zeig mal, das fährt nicht von vorne auf, sagen wir es mal lieber so. Da ich ja irgendwie so bemerke, dass manchmal meine Videos dann mehr geklickt werden, dann zum Beispiel als meine Livestreams, auch wenn das manchmal irgendwie wahrscheinlich ein ganz anderer Eindruck ist, möchte ich auf jeden Fall mich ein bisschen intensiver mit Rocket League auch in Zukunft beschäftigen. Ich meine, das ist so ein Spiel, wo ich irgendwie so meinen, wie soll ich sagen, wo ich was drin gefunden habe, was mir einfach total gefällt und wo ich mich gerne steigern möchte, weil ich da irgendwie Potenzial drin sehe. Ich meine, Counter-Strike ist so eine Sache, aber Rocket League ist, wo ich so mir auf jeden Fall denke, yo, das fetzt auf jeden Fall total. Und ich bin ja, wie gesagt, Platin 3, Liga 4 ist es. Also ich bin eigentlich kurz vor Diamant und ich würde ganz gerne auf jeden Fall weitergehen. Also ich sehe dann zum Beispiel manchmal so Geezer spielen oder Squishy und dann denke ich mir manchmal auch, hey, das könntest du doch garantiert auch irgendwann mal locker schaffen, wenn du dich jetzt so ein bisschen reinsteigerst. Und ja, ich möchte auf jeden Fall ganz gerne auch irgendwann mal so ein schönes Banner haben, so, beziehungsweise möchte auch gerne mal so angezeigt so bekommen haben. Wie heißen diese Tournaments dann nochmal? Also jetzt nicht so zum Beispiel irgendwie dritter Grand Champion oder so, sondern Eurocup, nein. Ach scheiße, mir fällt es gerade nicht ein. Aber egal, jedenfalls möchte ich das auch irgendwann gerne mal so dazu stehen haben. So wenigstens, wenn man nur mal teilgenommen hat oder so. Ne? Also muss ja nichts gerade so Besonderes sein, aber so ein bisschen wäre es schon cool. Ne? Aber ja, ich sehe gerade, wir müssen zurück zu unserem Posten. Das heißt, wir gehen erstmal dann hier lang. So, wir müssen uns bei Shalims Diplomatiezelt wiederfinden. Achso, der zeigt mir das dort an, aber ich muss. Okay, alles klar. Ich verstehe. So, von daher können wir irgendwas markieren. Nee. Ich gehe jetzt einfach ganz normal diesen kleinen Weg lang und dann, wenn es dann größer wird, dann gehe ich wieder dort lang. Genau, so machen wir das. Das heißt, ich biege jetzt dann gleich schon dort ein. Ja. Ja, ach, verdammt. Nee, da habe ich jetzt gerade überhaupt nicht den Nerv dazu. Ich habe nicht den Nerv dazu. Nein, verdammt, zu spät. Kacke. nee. Hey, aber so sind wir gleich hier. Du hast halt mit Schluss haben besiegt. Ach, sehr schön. Ich musste auch nichts zahlen, gar nichts. Wundervoll. So. Dann gehen wir jetzt mal zu dem Zeltchen hin. Schauen wir mal, was der Wärter hier uns zu sagen hat. So. Da unten ist es nicht. Da unten. Da. Letztens waren wir in dem Zelt drin, jetzt sind wir in dem Zelt drin. DLZ 8. Aha. Na gut.
Ihr habt uns an diesen verrückten Toboro verkauft. Und nun, wo er sich gegen euch gewendet hat, sollen wir eure Haut retten. Unglaublich. Wenn wir gewusst hätten, dass Toboro verrückt ist, hätten wir ihn nie unterstützt. Er gehört nicht mehr zum Huttenkartell. Wir haben ihn formell verstoßen. Nach unserem Bruch mit Toboro sitzen wir hier mit euch auf Marquette fest. Wir bieten euch eine großzügige Entschädigung für Unterbringung und Frachtraum auf der Ark an. Frachtraum? Seid ihr wahnsinnig? Eure Körper nehmen mehr Platz ein als ein Dutzend guter Männer. Ah, einer der größten Helden der Republik. Genau die Person, die wir brauchen, um unsere Diskussion etwas Weisheit und Perspektive beizusteuern. So, warte mal ganz kurz, Leute. Ah, wie ging das denn nochmal? Ich hasse das. Normalerweise gibt es ja hier so ein Shortcut, so ein Shortkey, den ich mir eigentlich gelegt hatte für Nvidia, ne? Das weiß ich nicht, verdammt. Gut, okay, geht nicht. Ich bin kein Diplomat, na. Ich führe meine Verhandlungen in der Regel mit dem Lichtschwert, aber ich bin immer offen für Alternativen. Die Huttenanführer auf Marquette haben nicht umsonst einen verzichtbaren Diplomatie-Droiden geschickt. Feiglinge. Sehr geehrte Streiter der Republik, meine Herren möchten sich für diese unglückliche Situation entschuldigen. Wir können uns sicher auf eine für beide Seiten annehmbare Vergütung für eine Reise an Bord der Ark einigen. Meine Leute verdienen es, gerettet zu werden. Die Anführer des Huttenkartells können sich ihren Weg hieraus nicht einfach erbetteln. Shalim hat recht, aber das sind die mächtigsten Hutten der Galaxis. Wir können für ihre Rettung einen beliebigen Preis verlangen. Bedenkt, was das für den Krieg gegen das Imperium bedeutet. Huttenverbündete können den Krieg entscheiden. Wir können ihnen nicht trauen. Ihr seid echt nicht Tigern, ja. Naja, okay, Wo waren das nochmal? War es in Episode 4 oder 5? Wo die gesagt haben, dass der Outer Rim irgendwie, wenn man die dazu haben könnte, auf jeden Fall ein starker Verbündeter oder Handelspartner sein könnte. Ich kann mich jetzt natürlich auch irren, also da kann man mich auf jeden Fall gerne nochmal unterbrechen und genaueres belehren, aber wie gesagt, mein Kompendium ist ja auch nicht unbedingt gerade noch das Beste. Ich muss unbedingt mal wieder alles von vorne anfangen zu schauen. Aber naja, das ist so eine andere Sache. Aber hier, ich würde sagen, Hutte verbündete gerne den Krieg entscheiden. Glaubt also, dass wir uns mit den Hutten zusammenschließen sollten, um das Imperium zu besiegen. Wir sollten nicht vergessen, wer der wahre Feind ist oder wie sehr die Hutten euch fürchten. Toboro hat den Verstand verloren und die Anführer des Kartells wissen das. Sie können nicht mehr zu ihm zurück. Sie brauchen uns. Verehrte Helden der Republik, ihr seid für eure Gnade und Größe bekannt. Ist es euch möglich, unseren schwerwiegenden Fehler zu vergeben? Okay. Das ist rein geschäftlich. Ihr werdet erst vor mir kriechen. komm. Ja, ich ziehe es in Betracht. Komm. Man wechselt leicht seine Meinung, wenn das eigene Leben in Gefahr ist. Zeigt mir, dass ihr nicht zu eurer alten Gesinnung zurückfindet, sobald ihr von Marquette runter seid. Verehrte Unterhändler der Republik, meine Herren werden sich auch in Zukunft demütig zeigen, aber die Zeit von Marquette läuft ab. Wenn meinen Herren und ihrer Ladung die sichere Abreise ermöglicht wird, wird das Kartell einer Allianz mit der Republik zustimmen. Das ist doch sicher akzeptabel. Ihr werdet uns dienen und gehorchen. Na gut, helle Sagt Seite. Sagt deinen Herren, dass sie die Ark zusammen mit den anderen Flüchtlingen betreten können. Persönliche Gegenstände werden je nach Platz verladen. Nahrung, Medizin und andere überlebenswichtige Dinge haben Priorität. Mit Aurodium überzogene Statuen gehören nicht dazu. Wir werden die genauen Verpflichtungen des Kartells gegenüber der Republik festlegen, sobald diese Krise überstanden ist. Wir erwarten vollständige Kooperation. Verstehe ich. Er schüttelt mit dem Kopf. Meine Herren wünschen keine weiteren Feindseligkeiten mit Ihnen. Ihr Angebot wird ohne Bedingungen angenommen. Ihr seid die erste Person in der galaktischen Geschichte, die die Hutten zu einem Geschäft gezwungen hat, das sie sich nicht leisten können. Jetzt brauchen wir nur noch diese Brennstäbe. Dr. Ogurop ist bei Shalim.
Ihr solltet euch mit ihnen absprechen. Ja, komm, das machen wir auf jeden Fall noch. Jetzt gehen wir mal kurz hier raus. Aber ich will wieder nicht so ein böser Mensch sein, ne? Aber ich sag nur einfach, hey, danke fürs Zuschauen und Reinschalten. Und ich finde, 20 Minuten ist eigentlich eine angenehme Zeit. Deswegen, ja, wenn ihr irgendwie noch was, keine Ahnung, Fragen oder so habt, dann könnt ihr so gerne stellen, ne? Und ja, vielen Dank fürs Reinschauen und auf jeden Fall dann bis zur nächsten Folge von Star Wars The Old Republic. Also haut rein und bis dann. Tschüss.